Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit Voucher und mit dem Alderle. Ihr seht schon, ich bin in meinem Canyon. Ich habe jetzt tatsächlich die Kommentare natürlich gelesen, Leute. Ich bin ja in der Vorproduktion, sonst hätte ich es früher schon gemacht. Hier ist sie, Schnecke Nummer 2 im richtigen Zähmkäfig. Habe ich echt gedacht, die ist weg, Leute. Und wenn ich euch nicht hätte, hätte ich die jetzt vergessen. Ich hätte die vergessen, da wären wir irgendwann drüber gestolpert in 3 Monaten. So, ich habe schon einmal reingeschossen, ich wollte es aber mit euch zusammenzähmen, deswegen habe ich aufgehört. Herzlich willkommen, Leute, in der Freitagsrunde. Herzlich willkommen im Wochenende, sage ich schon mal. So, pass auf, die kriegt nochmal eine Headshuttle. Ein Headshuttle für die Schnecke, Parenga. Ich glaube, wir haben nämlich auch noch Gemüsekuchen. 8 Stück, glaube ich, braucht die höchste. Ja, da ist sie schon bewusstlos. Also nochmal herzlichen Dank, Leute, die machen wir kurz fertig, räumen alles ein. Und nehmen die natürlich auch mit rüber, ne? Wir wollen ja drüben einen kleinen Laufstall aufbauen. Ich muss es jetzt einmal klar aussprechen, Leute, damit es jetzt, also eigentlich ist es uns schon längst klar, aber ich muss es jetzt einfach offiziell machen. Der Canyon ist jetzt offizieller Bestandteil unseres Gameplays, unserer Map, ne? Dass das klar ist. Wir haben jetzt 2 Baustellen, aber eigentlich 4, weil Großküche in den Highlands und Kombibau muss umgebaut werden. Also, wir haben wirklich viel zu tun. Wir haben auswärts Tiere zu zähmen. Wir wollen den Wurm machen, wir wollen Bosse und so weiter. Ich habe auch Hinweise bekommen, dass wir die Rex-Armee mit einem Yuti, ich glaube Yuti spricht man das Teil aus, ne, diesen Vogelrex auffüllen wegen dem Buff und dass wir noch Schweine brauchen. Jetzt habe ich mir überlegt, wir machen 17 Rexe für den Boss, machen eins von diesen Buff-Yutis und Yuti, Jota, ihr wisst glaube ich aber welche, ich meine die Schnabeltiere, die übergroßen, ne? Und wir machen 2 Heilschweine, bedeutet, wir haben schon allein für die Armee 3 Tiere, die wir noch zähmen müssen. So, laber nicht, Voucher, sonst wacht die Schnecke wieder auf. Wir nehmen den Kuchen für die Schnecke mit. Wir nehmen den Kuchen für den Schnecke mit. Ihr wisst, was ich meine. Leute, ich bin super gut drauf. Wisst ihr warum? Weil ich echt voll Bock habe, da heute einzuloggen. Weil ich mich gleich auf den Canyon freue. Auf den Fail vom letzten Mal. Auch da sind bestimmt ganz viele Hinweise gekommen. Der Fail mit meiner Wasserleitung. Ich habe aus dem Grund auch jetzt hier im Redwood schon mal einen Fabrikator gebaut. Den nehmen wir mit rüber. Und nochmal einen Generator, ne? Oh, guck mal, die gibt aber Gas. Hier, Schnecke. Dein Gemüsekuchen. Dein Gemüsekuchen, ganz alleine. Lass die Fühler nicht hängen. Alterle, war die letzte Schnecke nicht in ihrem Häusle gelegen? Jetzt hoffe ich natürlich, lege zum Zähmen Nahrung ins Inventar. Da ist doch Nahrung drin. Da ist doch Nahrung drin. Was habe ich denn jetzt schon wieder durcheinander gebracht, Leute? Die Schnecke zähmt man doch mit Gemüsekuchen. Sweet Vegetable Cake. Hier. Ich nehme es nochmal raus und mach's nochmal rein. So. Schnecke. Lege zum Zähmen. Also offensichtlich. Irgendwas stimmt nicht. Ey, sag mal, frisst die Zähmen, Nahrung, Gemüsekuchen. Wenn ich den jetzt rausmache, dürfte die doch normalerweise. Ei, das raff ich jetzt nicht, Leute. Ich dachte, frisst die nur Gemüse. Da war was mit 30 gestanden, hast du gesehen? Hier. 25. Abklingzeit. Ei, das habe ich auch nicht gewusst, dass Gemüsekuchen eine Abklingzeit hat. Aber offensichtlich hat sie Gemüsekuchen gefressen. Aber ihr habt es auch gesehen gerade, dass ich erst die Beeren reingemacht habe und dann stand unten. Guck mal jetzt. Lege zum Nahrung, zum Zähmen Nahrung ins Inventar. Ist das, weil der jetzt noch eine Abklingzeit hat? Ey Leute, das stimmt doch so nicht. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ich gucke jetzt mal, wenn die Abklingzeit rum ist, ob dann. Ja, jetzt geht's wieder. Der hat einen Cooldown. Kuchen mit Cooldown? Cooldown-Kuchen. Leute, das Level von der ist ja wurscht. Hauptsache, wir haben eine zweite, ne? Der gönnen wir das natürlich trotzdem. Wir hatten jetzt schon wieder gekackt, bestimmt er, oder? Heyo, er wieder. So, Leute, pass mal auf, die ist auch gleich fertig. Dann nehmen wir die nämlich auch mit rüber. Ich musste dann nur hochfliegen. Muss ich da drauf achten nochmal? Frisst du nochmal, bevor du aufwachst? Jo, aber weißt du was? Ich nehme dir schon mal. Ah, jetzt weiß ich's nicht. Ich nehme das schon mal hier so raus. So. Den Rest kannst du drin behalten. Ja, jetzt passt's. Guck mal, jetzt passt's, Leute. Jetzt passt es. Da war irgendwas mit der Abklingzeit offensichtlich auf dem Kuchen, ne? So, Schnecke. Jetzt pass auf, wir räumen drüben schon mal unser Zeug zusammen. Ich hoffe, ich muss sie nicht nachbetäuben. Wenn die noch einmal frisst, haben wir sie aber normalerweise, ne? Sodele. Wunderbärle. Und dann gehen wir nämlich auch gleich wieder rüber. Habe ich mir überlegt. Und machen drüben weiter. Fabrikator setzen wir grob mal hin. Generator dazu. Und dann schauen wir mal, dass wir die Sachen drüben. Wie viel Uhr haben wir? Ah, es wird Nacht, Leute. Aber es wird ja auch wieder hell. Sodele. Da kann ich hier wieder umschalten. Irgendwas hat da ein bisschen rumgespackt gerade. Aber es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Und schaut mal. Müssen wir natürlich noch umbauen. Wir haben jetzt schon überall 2 Stück drin. Das heißt, wir haben jetzt schon 12 von dem geräucherten Fleisch. Machen wir immer schön parallel. Das darf jetzt hier nie aufhören. Muss ich eigentlich schon mal Zündpulver durchlaufen lassen hier, ne? Dass, wenn ich das nächste Mal zurück bin.
Pass mal auf, ich sage jetzt einfach, ich will 1000 Zündpulver. Ich glaube, ich habe keinen Stein mehr, Leute. Ich glaube, ich habe keinen Stein mehr. Soll ich das jetzt auch noch geschwind machen? Oh, ja, Dödis haben wir ja genug. Sag mal, haben wir dem Dödi nicht irgendwie... Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, aber das bin ich ja immer. Diggerle, ich würde ja direkt drauf sitzen, aber hier gibt es keinen einzigen Stein mehr in der Nähe. Komm her, Blauer. Super gemacht, Alterle. Mittlerweile muss ich dich echt loben, jedes Mal. Jetzt hast du ihn erst. Wir brauchen Stein für unseren Zündpulver. Ja, das machen wir jetzt eben, Leute. Ich hole hier ein bisschen Stein ran. Nur für Zündpulver jetzt, ne? Keine lange Geschichten. Dann wacht die Schnecke auf. Dann nehmen wir das Zeug und gehen rüber. Ich will einen Canyon. Ich möchte in den Canyon. Wir brauchen ja jetzt auf jeden Fall eine Großschmiede. Da sind wir ja gerade dran. Drüben die Großschmieden. Weil, wenn wir wirklich nur aus Metall und Glas bauen wollen, da wird es dann schon knackig. Übrigens habe ich mir was überlegt wegen Farmen, Leute. Wir werden jetzt alles noch einmal zusammen ranfarmen. Also Kristalle, Polymer. Wir werden nochmal zusammen Perlen tauchen. Wir werden nochmal zusammen Metallfarmen und so weiter. Und dann werde ich das zwischendrin auch offscreen machen, ne? Ein bisschen die Kristallvorräte anfüllen, die Perlenvorräte, damit wir das nicht oft oder jedes Mal drin haben. Ihr wisst, was ich meine, ne? Damit sich aber auch niemand wundert, wo plötzlich die ganzen Perlen herkommen. Also noch einmal alles zusammengefarmt, dann mache ich offscreen immer ein bisschen, wenn ich die Zeit habe. Wenn nicht, müssen wir sie eh zusammenfarmen. So, weil dann haben wir nämlich Material. Oh, den wollte ich auch noch geschwind, das machen wir auch noch. Leute, das müssen wir auch noch machen. Bevor der wieder glitscht. Bevor er wieder klitscht. Einen Sattel hätte ich gleich mitnehmen sollen. Jo, da wird es halt eine Redwood-Runde. Dafür sind wir das komplette Wochenende im Canyon. Ich freue mich so sehr. Ich habe so viel Zeugs vor, Leute. Das ist der Wahnsinn. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir ganz kurz hier rein. In die Sattel. In die Rexi-Maxi-Penga. Haben wir noch die Mats für einen? Jo, haben wir. Genau. Um dieses Wallstück, das wir jetzt hier bearbeiten gerade, Leute. Sobald das fertig ist, ich zeige es euch gleich nochmal. Das Wallstück hinterm Zuchthaus. Wenn das durch ist, dann gönnen wir uns die Mod, von der ich schon ganz lang spreche, für andere Walls. Ne? Dann machen wir das. Ich weiß nämlich jetzt noch nicht hundertprozentig, ob wir nicht da hinten Naturwand lassen und hier nur noch Wall ziehen. Dann müssen wir mal gucken, wenn wir dann wieder Redwood Bock haben. Ne? So. Und die Höhle will ich tatsächlich hier besuchen. Kam auch nochmal ein Hinweis. Folge dem Wasserlauf. Die Höhle, die muss ich echt noch besuchen. Das haben wir nie gemacht. Ne? So, lieber Rex, bist du eigentlich schon so weit oder zum Reiten? Sattel anziehen. Ja, super. Leute, wieder einer fertig, ne? Ja, guck uns an. Ja, Wunderbärle. So, pass auf, folge mir. Ich reite dich kurz von Hand runter. Auch er glitscht wieder. Auch er glitscht wieder. Ist der absolute Wahnsinn, diese glitschigen Momente hier. Nein, komm runter, hol mich ab. Komm, Tante. Oh, die Tante ist vielleicht ein bisschen beleidigt mit uns, weil wir die schon eine Weile nicht mehr benutzt haben, ne? So, Rex, kriegst du dich rausgeglitscht? Kriegst du dich alleine befreit, dann sag es mir. Jemand hat gesagt, der benutzt die Fernbedienung immer. Das finde ich eine super Idee. Ich finde auch die nächste Idee ist gut. Wenn man jetzt hier einfach mal aus der Sichtweite fliegt, kommen die ja manchmal nachgepottet. Da ist natürlich die Frage, wann die Sichtweite und so ist. Ne? Wobei, jetzt haben wir ein Problem. Guck mal, bei der Sichtweite, da bin ich dann schon in den Highlands, dass der sich erstmal nachpottet. Das ist nicht ganz so glorreich, ne? Also, meine Lösung für das ganze Zuchthausproblem ist einfach, das Tier rechtzeitig runterzubringen, bevor es tatsächlich so groß ist, dass es hier reinklitscht. Sobald es jung ist. Ja, ja, du brauchst nicht weitermachen, Digga. Ich habe schon gemerkt, du kommst hier nicht raus alleine. Ich muss da wieder abbauen, ne? Du bist einfach verwachsen mit der Basis hier. Du stehst im Weg. So, mein Freund, das ist die Frage, was muss ich hinwegmachen, dass du rauskommst? Die hier. Guck mal. Zeig mal, ob du dich jetzt bewegen kannst. Du kannst aufhören, mir zu folgen. Jo, du hast es geschafft. Dann lass mich es gleich wieder zubauen, mein Freund. Alter, ich wollte schon längst drüben sein. Ne? Ich wollte schon längst drüben sein und die erste Großschmiede vorbereiten. Wir können sie aber eh noch nicht bauen. Die Fackel ist kaputt. Gut, ich erschrecke halt jedes Mal wie ein Tier. So, lieber Rex, runter zu deiner Frau, beziehungsweise zu deiner Armee. Mich verlabert. So, meine Lieben. Der hat echt ein fettes Level gekriegt hier, der Gute. Also, lass mal kurz zählen. 1, 2, 3. Mit einer Fackel wäre es geiler, gell? Was ist das jetzt wieder? Ah, du bist auf Folgen. Hab ich vergessen. Hab ich vergessen. Gut, einmal durchs Zuchthaus durch. Kehrtwende hier rüber. Jawohl. Und durch. An den Rexen vorbei. Warum hab ich... Guck mal hier, es steht alles so eng. Ich freue mich voll, wenn wir mit der Armee wirklich mal einen Boss machen, Leute.
Wir brauchen natürlich eigentlich noch ein besseres Blueprint für Sattel, ne? Wir haben nur den Standard-Rex-Sattel halt bis jetzt. Okay, das hat geklappt. Dann kann ich den Agi kurz rufen, dass er mich abholt. Jo, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir kommen noch in den Canyon heute rüber. So, den pfeife ich gleich wieder zurück. Und? Und? Da, meine Lieben, da habt ihr das Augenmaß. Das Augenmaß vom Alderle. So, Y und jetzt aber. Jetzt hat's geklappt. So, weiter geht's. Fackel reparieren, Fabrikator einräumen, Generator einräumen und alles andere bauen wir drüben. Ne? Deswegen habe ich das jetzt schon mal gebaut. Sonst müsste ich jetzt hier Stromkabel machen, dann wieder wegpotten, hinpotten. Ich will schon drüben so autark wie möglich halt alles agieren können. Jetzt wird's aber erstmal dunkel. Jetzt wird's dunkel hier im Wald. Im Canyon ist aber auch dunkel. Also ist eigentlich wurscht, ne? Jetzt pass auf, Leute. Hier müssten wir normalerweise, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, die Generatorgeschichte fertig bauen können. Hier, den da. Da brauche ich Metall. Ich hoffe, ich habe noch so viel. Resources pulled. 4-1. Achso, ja, ist nicht an, deswegen. Okay, dann hat die Geschichte auch geklappt. Perlen holen wir drüben, Polymer holen wir drüben. Das ist alles um die Ecke. Deswegen lasse ich die Vorräte hier da. Ich denke auch Chitin und so werden wir da leicht bekommen, damit wir hier das Zeug haben, wenn wir mal was hier bauen wollen. Ne? Sonst muss ich es dann wieder umschichten. Also, die Geschichte läuft. Dann habe ich hier, glaube ich, jetzt muss ich gucken, wo ich es gebaut habe, Leute. Den Fabricator, den habe ich, glaube ich, nebendran gesetzt. Hier. Oder habe ich, da habe ich ihn schon eingeräumt. Fabrikator habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Gemüsekuchen haue ich jetzt aber hier wieder rein, weil wir räumen erst Futterzeugs um, wenn wir drüben den Kühlschrank aufgestellt haben, den wir schon vorbereitet haben. Jetzt pass auf, das war's eigentlich hier. Wir können rüber. Ich will nur Schneckchen noch kurz holen. Schneckle. Und eigentlich wollte ich auch die Fackel reparieren. Ihr habt recht. Einen kurzen Moment bitte, bis die Fackel repariert ist. Not enough resources to pull. Wir haben genug Ressourcen, das weiß ich. Das kann jetzt nicht sein. Wir haben sogar drüben genug Ressourcen. Nee, wir haben offensichtlich nicht genug Ressourcen, um eine Fackel zu reparieren. Steht jetzt auch dabei, was fehlt? Select the Blueprint. Ein Feuerstein. Ein scheiß Feuerstein. Entschuldigung, aber wisst ihr, wo ich da jetzt hin muss, um einen Feuerstein zu kriegen? Was ich nicht verstehe, ist, dass es nicht die anderen Sachen gleich pullt, die man schon hat. Dann hätte ich das jetzt holen können. Feuerstein und gut, ne? Aber ist okay, die paar Minuten, bis wir drüben sind. Da haben wir Feuerstein. Lass mich schauen. Guck mal, da ist sie, Leute. 142er Level hat sie gekriegt, die Gute. Du musst in den Käfig rein, sonst kannst du sie nicht pullen. Ja, trau dich, trau dich. Schnapp dir Schneckchen. Und jetzt bleibt sie wahrscheinlich hier hängen, ne? Jetzt ist sie bestimmt runtergeflogen, das war mir klar. Aus dem Zähmkäfig mit den Viechern rausfliegen ist nicht einfach. Im Dunkeln schon gar nicht. Jetzt musst du hier normalerweise drehen und dann Kerzen gerade hoch. Hast du? Nee. Ja, die bleiben halt immer hängen. Okay, Leute, mach ich jetzt nicht lang rum. Ich sehe halt gerade nichts, ne? Haben wir keine Ersatzfackel mehr irgendwo? Nö, ne? Die muss drüben dann sein. Ich sag nichts. Wieso ist hier das blaue Licht? Strahlt es so weit rüber? Wieso ist denn hier so blaues Licht, Leute? Vielleicht ist das auch der Mond? So, Schnecke. Komm. Komm ein bisschen raus hier, sonst kriege ich dich nicht. Sorry für die Dunkelrunde, meine Lieben. So. Jetzt würde ich sagen, wir drehen. Und jetzt können wir eigentlich hochfliegen. Ich glaube, ich hab sie, ne? Yo, wir haben sie. Und direkt auf den Teleporter gesetzt, das gute Stück. Flup. Und aber gleich drehen, sonst kommt die hinterher mit Y. Ja, ja, ein bisschen kannst du noch, ein bisschen kannst du noch. Stück, Stück, Stück. Nicht du, Schnecke, nicht du. So, meine Lieben, eine halbe Folge verballert, aber wir haben immerhin die Schnecke gezähmt. Das bringe ich jetzt noch kurz runter. Schneckle wartet hier. Obwohl, das gehen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, Leute. Kriegt jedes von den Schneckeln Kuchen, oder? Haben sie sich auch verdient. Wir bauen halt einfach welchen nach. So, ganz kurz mal hier reingucken, die Tante, ob sie was hat. Nee, hat sie nicht. Dann gehen wir rüber. Genau mit Tagesanbruch gehen wir rüber in den Canyon. Ohne jetzt zu überlegen, ob alles da ist. Alles, was wir noch brauchen, holen wir uns drüben, Leute. Zurück zum Asum Teleporter. So, Schnecke. Freu dich schon mal. Du bist nämlich nicht alleine. Achso, ich kann sie ja tragen. Habe ich schon wieder vergessen. Ich kann die ja tragen, wenn ich einfach unseren Kamerad hier mal kurz, da wird er wieder kacken die ganze Zeit. So, Schnecke. Lumli-lum, lumli-lum, lumli-lumli-lumli-lum. Achtung, Schnecke, los. Ja, genau hingeschmissen. So, meine Lieben, dann kriegt ihr einen Kuchen. Ich hoffe, der ist eine Weile dann aktiv hier drin.
Ah, 4 Stunden. So schnell frisst die das nicht. So schnell frisst die das nicht, Leute. Hm. Ach, ich mach's trotzdem jetzt mal rein. 4 Stunden. Ich kann es ja später nochmal rausholen oder so. So. Unsere 2 Schnecken. Würmle und Schnecke. So. Alles klar, Leute. Jetzt muss ich mich kurz sammeln. Als erstes muss ich den Kollege hier aufheben, bevor der stinkig wird mit mir. Dann will ich meine Fackel reparieren. Das hast du gehört, bevor er stinkig wird. Das ist immer das Erste. So, reparieren. Unser Hauptziel hier ist natürlich, klar, den Stego noch hinten rausholen. Einen zweiten Spino brauchen wir und so weiter und so fort. Aber baumaßnahmentechnisch ist unser Ziel, eine Großschmiede zu bekommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier... Haben wir noch Fundamente? Wir gehen jetzt hier kurz her, setzen noch ein zweites Fundament und 3 Schmieden, dass das Eisen schneller durchlaufen kann. Sonst wäre das wahrscheinlich... Alter, wir hatten da Stein gefarmt. Dafür haben wir sonst nichts hier drin fast. Wahnsinn. 530. Wir brauchen noch 2000 Eisen, Leute. Ne? Also da müssen wir ein bisschen ranhalten uns. Stein. Ich würde sagen, eine. Genau. Dann bauen wir die. Dann brauchen wir noch 3. Ja, insgesamt 3 Schmieden, würde ich sagen. Ich will auch nicht zu viele bauen. Sonst haben wir nämlich nachher wieder einen Haufen Zeug hier rumfahren. Machen wir hier 2 Stück. Flup und Katzup. Ich hole jetzt auch gleich eine Runde Holz. Das machen wir von Hand geschwind. Beziehungsweise, kurzer Moment, jetzt bin ich gerade selber etwas durcheinander. Als ob es sich anhört, ne? Jetzt bin ich auch mal durcheinander. Kurz, Leute. Das ist eine geilste Geschichte überhaupt. So, einmal die Geschichte hier hin. Und dann machen wir hier noch eins hin. Dann bin ich da schon mal glücklich. Genau, hier. 3 Stück, wie sieht es denn bei der aus momentan? Hier ist Metall drin, 80 Dinger laufen durch. Ich möchte es ein bisschen schneller haben. Ich würde sagen, wir holen geschwind ein bisschen Holz. Nehmen wir unsere Fackel raus, dann sehen wir auch was. Parenga und Katzenga, Parenga und Katzenga. Wer von euch will denn? Wer hat denn eigentlich am meisten Gewicht? 652 zu 700. Oh, 700. Und er wächst weiter auf 769. Viel Gewichtszuwachs bekommt er nicht, ne? So, Sornile. Sornile, wo ist denn die Rampe? Weißt du das? Drüben ist geil, ne? Drüben ist geil, die Plattform. Und vor allem finde ich cool, dass die Tierlein da drüben sind. Da ist schon wieder der Peterle. Ich überlege schon, ob ich den hole, Leute. Nein! Wir haben gerade draufgeschossen. 25, aber ist halt voll mini. So, wie sieht's denn jetzt mit meiner Fackel hier aus? Dankeschön. Und er sprach, es werde Licht und der Canyon erhellte sich. Schalali, schalala. So, Leute. Ich bin tierisch happy, dass wir jetzt hier weitermachen. Ich freue mich total. Nicht Arsch, Alter. Sammelholz. Das ist dein Job. Dafür wirst du auch Bewohner des Canyons sein, mein Freund. Wenn irgendwie ein Tier kommt, renn heim, ne? Ich sag's nur schon mal dazu. Und halte die Augen auf nach dem schönen Raptor. Den würde ich übrigens auch holen, wenn er Level 10 wäre, ne? Kannst du immer noch mehr tragen? Du bist ja ein Holzgott. Du bist ja ein Holzgott, Alterle. Guck dir das an. Okay, jetzt sind wir überladen. Das ist aber kein Problem. Komm zurück zur Rampe. Komm zu. Wir können in der Zeit schon mal ein bisschen Stroh noch holen, weil das fehlt bestimmt auch gleich. So, meine Lieben. Ich freue mich. Jetzt gehen wir nämlich her, bauen den Fabrikator auf. Und gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie heute das schaffen, Strom zu legen da drüben. Letztes Mal war ich ja nicht ganz so glorreich damit, als ich die Wasserleitungen gelegt habe. Bist du da? Wow. Man kommt sich verfolgt vor mit dir. Ja, hast du gut gemacht. Gerade noch die Kurve gekriegt. Das gibt einen Beförderungsschein, mein Freund. So, zurück zu deinem Partner. Ist das dein Partner? Hast du da was nicht mitbekommen? Das ist doch nicht dein Partner. Das ist Stego Slavka. Sie wird uns noch jede Menge Babys machen. So, weiter geht's. Genau, ich wollte jetzt hier Holz reinräumen. Und zwar so viel, dass überall das Gleiche drin ist. In etwa. Wie gesagt, in etwa. Jetzt pass mal auf. Hä? Ach, weil ich das... Ich verstehe. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte auf die Wolke klicken eigentlich. Schön. Gut. Sorny. Wow, Leute. Guck dir das an. Da können wir mal locker 500 Holz reinmachen. Pull. Dann habe ich mich auch das letzte Mal verklickt. Stand dann ganz oft in den Kommentaren drin. Als ob das ein besonderer Verklicker war, Leute.
Ich verklick mich doch ständig irgendwie. Aber ist aber schön, wenn man es dann nicht weiß und man verklickt sich und denkt, oh super geil, das Ding funktioniert schon wieder nicht mehr. Oh, machen wir mal was anderes, ne? Dabei sieht jeder, Alter, der drückt sich hier die falschen Sachen zusammen. So, ich würde sagen, wir werden auch gleich ein bisschen Metall farmen, denn das schichte ich jetzt nicht. Da steht bestimmt Chepoa dran, oder? Brauche ich gar nicht lesen normalerweise. Es kackt nur einer mir über die Schulter. So. Hier, da machen wir jetzt auch nochmal 300 Stück rein. Den Rest vom Holz nehmen wir dann zum Bauen. Ah, komm, mach 400 rein. Mach 400 rein. So, Thema dann. Dann läuft es. Da brauchen wir jetzt gleich noch Metall. Und Metall ist wichtig, Leute. Aus dem Grunde machen wir jetzt gleich noch ein bisschen Metall. Müssen wir. Bevor wir tatsächlich. Obwohl, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich will schon drüben stroben. Wir gucken mal kurz. Ich will beides machen. Ich habe Bock, beides zu machen, Leute. Pass auf, wir machen das jetzt anders. Ich nehme erstmal das Holz hier rüber. Dafür haben wir es ja geholt. Holz. Was soll's? Pull dann. Ja, dann. Jetzt pass auf, pass auf. Haben wir nicht letzthin gesagt? Jetzt pass mal auf, wir machen das anders. Ich brauche ja nur so 2000 Metall oder sowas. Wenn wir das haben, können wir ja das schon mal befüllen. Ich brauche jetzt nur einen schönen Metallspot, wo nicht wirklich gerade Gefahr besteht. War nicht hier unten Metall, wo ich gesagt habe, da brauchen wir gar nicht weit fliegen. Das kannst du selber holen. Da müsste normalerweise Metall liegen hier. Ich sehe aber nur Sandstein. Ich sehe nur Sandstein. Im Metall, im Käfig war kein Metall, Alterle. Glaube ich nicht. Flieg mal raus und guck mal rum. Da war doch irgendwo eine Metallader. Guck mal hier, da ist irgendwas. Ist das der schöne Rappes? Ist das der schöne Rappes? Will der zu seinem Babbes? Oh, das sind irgendwie drei Raptoren, Leute. Oh, da muss ich kurz gucken. Die haben, glaube ich, Ankylosaurierhunger. Geile Geschichte. Und jetzt haben sie das Peterle angegriffen. Und dem gehen sie hinterher. Also gut, sollen sie. Der eine hat einen roten Rand. Das heißt, es war der Rudelführer von denen. Hier! Hier, wunderbar, wunderbar. Du, Arbeit. Oh. Ich mach die jetzt weg. Ich mach die jetzt weg. Guck mal hier, wie sie auf meinem hier Stücke. Mach sie weg. Da waren auch große dabei. Nicht ganz so große. Aber nimm das Fleisch mit. Huch, ich bin mit der Maus rausgefahren aus dem Bildschirm. Da sehe ich dann immer, dass es ein Spiel ist. Das ist gar nicht real, Leute, wenn die Maus auf dem anderen Bildschirm hängt, ne? So. War mir aber fast klar, dass die zurückkommen. Ich habe nur nicht so schnell damit gerechnet. So. Bremsen, umsteigen und Metal. Ja, dann machen wir halt den Strom morgen. Ist jetzt auch egal. Wir haben ja nur diese 30 Minuten, Leute. Wir haben nicht mehr Zeit, wie wir haben. Das ist aber nicht viel Metall. Du sammelst hier einen Haufen Zeugs ein, das wir nicht brauchen. Was ist jetzt schon wieder los? Noch ein Raptor. Vielleicht hat er sich nur totgestellt. Aber das macht er allein, oder? Der Desert Eagle, der macht es allein, Leute. Dafür ist er geboren. Er ist ein Kampffalke. Desert? Bin stolz auf dich. Was hast du denn Blatt gemacht? Was ist das? Ein 140er. Desert, der hätte was sagen können. Den hätten wir. Ach, guck mal. Jetzt könnte man praktisch so einen Drodon zähmen, ne? Gut, wo ist jetzt der Desert Eagle? Kurzer Moment. Kurzer Moment. Raptoren. Der 140er wäre normal ein Tier gewesen, das wir hätten uns holen sollen, Leute. Aber das machen wir. Da ziehe ich dem Alterle hier. Am besten, das will ich die Tage mal machen. Wir gucken mal, dass wir ein paar Raptoren uns besorgen. Schau mal ein bisschen, wo schöne Level sind. Am besten Einzeltiere, dass ich so ein bisschen mit Bola mal üben kann, weißt du? Da hätte ich auch Lust drauf. Schnapp dir mal ihn hier. Der kann doch sich nicht wehren. Da ist er noch jung. So, meine Lieben. Jetzt schaffen wir das noch mit dem Strom. Kommt schon. Wo baut man das jetzt geschwind hin? Der Generator ist dann da unten drin. Der Fabrikator kann drüben. Ich habe ja extra zwei Fabrikatoren jetzt hier, ne? Zwei Generatoren. So, mein Freund. Wichtig ist halt, dass das Metall läuft, weil wenn wir hier mit Metall bauen wollen, müssen wir Material besorgen, ne? Das liegt ja auf der Hand. So, ich würde sagen, die Hälfte hier rein und die andere Hälfte drüben rein. Metall. Die Ausbeute ist unwahrscheinlich hoch. Da muss ich mir einen anderen Ding suchen. Der hat jetzt alles zusammengefarmt, Leute, nur nicht das, was wir brauchen. Das war keine reine Metallader offensichtlich, ne? Muss ich nochmal ran. Da muss ich nochmal ran. Aber egal, immerhin die ersten drei laufen schon mal durch, die ersten 300 pro Schmiede. Flupp.
drei kleine Schmieden sind aktiv. Besser wie eine, ne? Auf jeden Fall dreimal so gut insgesamt gesehen. So, Leute, jetzt pass auf. Wir fliegen kurz rüber, bevor ich mich noch vertue. Rupp-di-bupp, die Schmupp, die. Jetzt kommt natürlich, was kommen muss. Ich will es als erstes mal. Ach ja, richtig, da waren wir stehen geblieben gestern. Ich will die Hälfte hier rausnehmen. Ey, sag mal, haben wir wirklich nicht mehr Benzin? Auch ganz kurz muss ich überlegen. Um Stromkabel zu bauen, brauchen wir den Fabrikator, richtig? Also müssen wir den Fabrikator hier irgendwie jetzt anbringen. In unserem Chaos City hier schon wieder. Hier will ich da dran kommen, hier da dran. Dann würde ich sagen, müsste der hier dran. Wir gehen in das Inventar. Hier haben wir nämlich gebaut und der müsste jetzt auch... Ach, den kann man auch wieder nur stellen, wenn er... Oh, okay. Wenn du den so schräg hier hinstellst, Alterle... Ja, super. Super. Wunderschön. Kommt natürlich wieder weg. Wer schuckt mich hier die ganze Zeit? Er ist es hier. So, kurzer Moment. Nicht jetzt hier aber verbrennen an der Fackel oder sowas, ja? Ja? Gut. Yay. So, meine Lieben. Allerle. Okay, dann werden wir bald sauber machen. Ohne Energie. Aber den kann ich doch jetzt hier befüllen. Dann hat er Energie. Und wir brauchen elektrisch... Foundations waren es, ne? Square Foundations und Deckenelemente. Dann würde ich sagen, jetzt kommt es drauf an. Ey, wir haben offensichtlich die Materialien dafür. 6 Stück, das reicht mir. Das reicht mir. Die letzten Perlen verballern wir jetzt dafür. Genau. Steckdose haben wir ja schon. Ich nehme mal 2, 3 Stück mit. Dann können wir das gleich probieren, ob das hinhaut drüben im Generator. Den Kühlschrank können wir dann professorisch drüben hinsetzen und dann kann ich schon Skibbel rüberholen, was wir hier zum Zähmen brauchen, Schneckenfutter und so weiter, ne? Cool, probieren wir gleich. Also mit dir muss ich nochmal reden, Alter, ne? Das, was du da gefarmt hast, das brauchen wir eigentlich so nicht. Doch, stopp. Stopp, haben wir nicht einen Mörser hier gehabt? Müssten wir eigentlich, ne? Hier ist ein Mörser. Was ist denn da durchgelaufen? Ein bisschen Zement, aber da holen wir das von den Biberdämmen, Leute. Das würde ich durchlaufen lassen, das nehmen wir dann mit in die Räucheröfen rüber. Wir können ja auch hier Sachen machen, die wir woanders brauchen, ne? Da sind wir ja irgendwie... Ah, der Wasserfall. Leute, hier drüben werde ich übrigens das erste kleine Außengehege hinbasteln, ja? Für die Raptoren dann. Hier. Da müssen wir gucken. Hier muss zugemacht werden. Ich will über ein Tor links und rechts reinkommen. Und diese Grünfläche sollen die Raptoren bevölkern. Die kriegen einen kleinen Unterschlupf hier hin. So wie die Hyänadons, nur nicht ganz so klein. Ein bisschen größer und offener. Die Bäume bleiben nach Möglichkeit. Futterdruck rüber auf die Seite und dann haben wir unser erstes kleines Freigehege. Da freue ich mich drauf. So, weiter geht's. Muss ich mal gucken, wie das mit dem Unterschlupf, was ich da machen will. Au. Ja, wir sind ja schon drüben, wenn man das macht. So, Alterle, lass mich absteigen. Ich bin jetzt ganz heiß auf die Geschichte hier. Flapp. So, hinein in den Untergrund. Also, nochmal. Damit wir das jetzt nochmal probiert haben, Leute. Ich mache das jetzt weg. Es kann natürlich sein, dass ich ja schon geschrieben habe, dass es nicht geht, was ich jetzt mache, aber durch die Vorproduktion halt. Ne? Ich sage es mal wieder dazu, weil sich einige die letzte Zeit wundern, warum ich Sachen gelesen habe in den Kommentaren, die ich dann nicht umsetze. Ich produziere vor. So. War, glaube ich, in einem anderen Spiel. Aufheben. Aber man kann es ja ab und zu dazu sagen. Ne? Ich bin ja der Letzte, Leute, der sich immer alles merken kann. Aufheben. Ne, du willst dann das hier aufheben, ne? Das wäre dann schon das Richtigere gewesen. So, dann hauen wir das hier rein. Nee, Alterle, das war schon gut. Du hast nur den Schatten hinten wieder nicht mit wahrgenommen. Mann, Mann, Mann. Deswegen habe ich den Alterle erfunden, Leute. Damit ich irgendwem die Schuld geben kann, ne? Ist natürlich nur ein Scherz. Da ist er. Ich dachte gerade. So, wenn ich den jetzt hier freisetze, das Thema hatten wir ja schon mal gestern, ich mache Benzin rein, wir machen die Geschichte an, wir freuen uns, dass wir Strom haben. Wenn ich jetzt hier, wo das Wassersymbol ist, noch ein Stromkabel reinlege, habe ich keinen Strom, obwohl der Generator direkt nebendran sitzt, ne? Ja, es ist kein Strom verbunden. Also muss er tatsächlich irgendwie connecten. Jetzt ist die Frage, haben wir wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten und gleich Benzin alle. Pass auf, ja, Jeboa, gib deinen Senf dazu, aufheben. Die Frage wäre jetzt, wenn ich den näher daran setze, weißt du, dass der so reinklitscht, ist es dann connected? Das ist der letzte Versuch und dann baue ich ihn oben drauf und dann bleibt so. Nicht connected, ne? Sind wir uns einig, glaube ich. Und ich kann jetzt natürlich hier auch die Steckdose nicht setzen.
Doch. Die Steckdose sitzt hier. Steckdose. Steckdose abreißen. Ah, oh, ich habe keine Dings gebaut, Leute. Ich habe keine Dings gebaut. Scheiße. Keine S-Plus-Steckdose, ne? Egal, dann lasse ich die da drin. Die glitscht dann halt jetzt rum. Ist mir jetzt egal. So, Leute. Nochmal das Benzin raus. Wir setzen das hier wieder hin. Und das müsste auch aber jetzt normalerweise funktionieren, wenn ich jetzt hier so mache. Und ich nehme meine Stromkabel. Jetzt sag mir aber nicht, dass ich da eben kein Stromkabel benutzt habe. Wieso nimmt er die hier nicht? Square? Guck mal. Doch, jetzt hat er das genutzt. Und hier setze ich den Generator jetzt drauf noch einmal. Parenga. Ich nehme mit E Benzin rein. Schalte das Ding an. Und jetzt geht auch die Steckdose. Ne? Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, Leute. So, gucken wir mal kurz, ob man die von außen sieht. Nö, man sieht die nicht von außen, ne? Also, wenn jetzt dann nachher die Schmiede oben drauf kommt und das kleine Böbbele verdeckt, dann bin ich zufrieden und glücklich damit. Das heißt, wir müssen jetzt hier nichts mehr machen, wie eine Tür reinbringen die Tage. Dann ist das Thema hier erledigt. Dann kann hier noch ein Futtertrog rein. Dann sind die Tiere hier auf jeden Fall versorgt. Wir haben Strom, wir müssen es nur mit Benzin voll machen. Und Rampen brauchen wir jetzt noch jede Menge. Aber das werden wir dann morgen erst machen. Wir können ja die hier kurz, weil hier wollte ich so machen, Leute. Ich zeige es euch schon mal. Hier wollte ich so Einzelrampen, ne, dass man hier praktisch auch hochkommt zur Schmiede. Hier kommen dann normalerweise die großen Rampen hin. Wir brauchen halt jetzt Mats, ne? Wir brauchen Materialien, weil das fehlt uns auf jeden Fall. Oh komm, die kriegen wir aber fertig, die Seite. Weißt du, drüben halt die Einzelnen, dass wir praktisch... Hier will ich auch so Dreiecke machen, dass es zu ist. Müssen wir mal gucken. Weil hier kann sein, dass es nicht geht durch diese... Da müsste ich fast eine Dings drunter setzen. Lass mal ganz... Ja, müssen wir mal schauen morgen. Wie gesagt, Feinheiten und so können wir immer auch nachträglich noch machen. Aufheben. Stone Rampy Mampy. Ich kann sie ja eigentlich jetzt da unten mal reinsetzen. Wir werden jetzt eh ein paar brauchen. So. Okay. Okay. Und okay. Meine Idee ist dann halt, dass wir praktisch von hier, von weitem, drei riesengroße Schmieden drauf haben. Ein bisschen erhöht. Hier drüben dann vielleicht den Fabrikator hinsetzen. Müssen wir mal gucken. Und dann können wir hier unser Metall durchlaufen lassen. Glas, Metall, Schmiede, würde ich sagen. Eine vorübergehende, ne? Bis wir halt irgendwo wissen, wo wir das tatsächlich hinbauen. Okay. Okay. Und wir brauchen natürlich hier noch eine Brücke rüber. Die baue ich auf herkömmlichem Weg ohne Brückenmod. Alterle. Hier werden wir wahrscheinlich so rüberzwirbeln. Ich muss mal gucken, vielleicht sagen wir mal so ein paar Elemente in die Richtung. Und im Wasser baue ich dann eine Säule runter. Und da vorne so eine Art Aussichtsplattform, dass wir praktisch von hier oder von drüben auch in den Fluss reinstehen können, um uns umzuschauen. Ne? So, Ideen kommen langsam, so langsam trudelt es ein. Wir bauen aber erstmal die Geschichte fertig, weil sobald wir Metall haben, farmen wir natürlich dann hier Metall genug ran. 2500 Metall, dann die Großschmiede, die erste. Und dann hauen wir hier richtig das Zeug durch. Dann stehen hier zwei, drei Schmieden. Und dann haben wir kein Metallproblem mehr. War auf Aberration auch so, mit einer Schmiede nur, ne? Das will ich noch wegbauen. Ja klar, jetzt habe ich es nämlich gerade gesehen. Fleißiger Dödi. Also meine Lieben, da mache ich an der Stelle Schluss. Wir sehen uns morgen wieder zur Samstagsrunde. Canyon-Runde, würde ich sagen, ja? Vielleicht ziehen wir uns morgen mal den Stego rüber in die 10-Box. Können wir vorher ein bisschen ausleuchten schön, damit wir auch was sehen, wenn ich den zähmen will. Und dann passt die Geschichte. Ich freue mich auf euch. Ne? 17 Uhr bin ich wieder hier zur Daily Dosis, Leute. Wochenendrunde. Habt einen schönen Freitagabend. Bis morgen.